sind wir wieder auf diesem Weg, ne? Muss es ja hier oben wieder zum Teich gehen. Oder zumindest hier irgendwann mal der Weg zu Ende sein. Finde ich nur fair vom Spiel, dass sie uns nicht wieder hier stundenlang in die falsche Richtung schicken. Aber es geht einfach weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Aber was ist das? Die Ranken bewegen sich. Da oben ist auch irgendwas. Na gut, also wissen wir schon mal, dass es hier nicht lang geht. Unser Handy hat bald keinen Akku mehr. Wenn wir keine Möglichkeit finden, das aufzuladen, haben wir bald keine Taschenlampe mehr. Obwohl die ja auch nicht so super viel bringt, ne? Müssen wir mal gucken, wer da so vor sich hin trällert. Ich werde auch gleich eine Aufnahmepause machen. Ich mache nicht mehr lange. Ein paar Minuten noch. Ich habe nämlich schlauerweise vergessen, auf die Uhr zu gucken, als wir angefangen haben. Aber wir müssten jetzt ungefähr eine Stunde aufgenommen haben. Also quasi drei Folgen. Das soll so ein bisschen mein Standard werden beim Aufnehmen, dass ich so ungefähr drei, vier Folgen am Stück aufnehme von einem Spiel. Und das dann erstmal rendere. Und dann mit dem anderen Spiel weitermache. Und das immer so ein bisschen gestaffelt, dass nach Möglichkeit keine Ausfälle kommen. Früher habe ich ja immer, da habe ich sieben, acht Folgen am Stück aufgenommen. Bin dann aber so ein bisschen in Schwulitäten geraten, was das Rendern und Hochladen bei Zeiten angeht. Und deswegen wollte ich das jetzt umstellen, dass wir so eine Stunde zwischendurch mal spielen, das ist auch werktags ohne Probleme drin. Wer bist du? Darf man dich fotografieren? Haben wir sie jetzt aufgescheucht? Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht wenigstens einen Geisterpedia-Eintrag dafür kriegen. Wir untersuchen eine bizarre Serie von Grabschändungen. Bisher können wir nur bestätigen, dass in allen Gräbern verstorbene Kinder beigesetzt waren. Der Sprecher der örtlichen Polizei machte keine näheren Angaben. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Na toll. Grabschändung. Ist in der Geistergeschichte immer eine gute Idee. Nervt das eigentlich, wenn ich das so mache? Oder unten ist was? Ein Haus. Ja, ich weiß, dass das kein Haus ist hier. Das ist ein... ja, im Prinzip einfach nur ein Dach, aber daneben ist ein Haus. Da. Ne, das meinte ich, als ich gesagt habe, ein Haus. Nicht, dass irgendwelche Klugscheißer sagen, ne, das ist doch gar kein Haus, das hat ja keine Wände. Das sehe ich durchaus auch selber. Nein, ich mag meine Zuschauer. Wirklich. Es sind zwar nicht viele, aber... Und dich natürlich ganz besonders. Ja. Ja, ganz genau dich. Dachtest du, ich meine wen anders? Ich höre sie schon wieder weinen. Oder ist das jetzt wer anders? Das macht total den Unterschied jetzt hier, dieses... Die Taschenlampe können wir uns auch sparen. Hier mal in die Häuser gucken. Irgendwer weint hier. Gut, im Freien ist das vielleicht wirklich nicht so. In Gebäuden drin bringt die Taschenlampe wahrscheinlich mehr. Ja. Weil einfach mehr Flächen da sind, von denen es reflektieren kann, ne? Ich würde mal sagen, eine Arztpraxis vielleicht. Wegen diesem Augentest hier, bisher. Sehtest meine ich natürlich. So, wer weint denn hier? Hallo?
Hab doch keine Furcht. Ach, hier ist das. Wie heißt du denn? Pa! Shelly! Linda! Where were you? Where are the others? Are you alone? Where's Ida? What about Donnie, Yayan and Miss Siska? Okay. Ich meine, wir wissen, Donnie ist tot. Genick gebrochen. Was mit den anderen ist, wissen wir nicht. Oh. Sally. Linda. Das sah nicht gesund aus. I'm okay. Lynn, Sal, it's not deep. I'm fine. Thank God. Ja, aber was zur Hölle hat dich gebissen? But Ida, I don't know. I don't know what came over her. Ira hat dich gebissen? Lynn, Ira, your friend, you have to save her. I know she'll listen to you. I tried to hold her down, but she was too strong. We should have turned back at the bridge. This is my fault. Ja, auf jeden Fall. Aufsichtspflicht vernachlässigt. Miss Siska, please be all right. Poor Donnie. I hope he's in a better place. I didn't even get a chance to say goodbye. Tja. I hope Ida and Yayan will be okay. Okay, das war's. Ja. Also wir wissen ja, Ira ist ja zumindest besessen worden. Das haben wir ja ganz am Anfang gesehen in dieser Highschool. Damit hat ja alles angefangen. Ne, Yayan war verschwunden. Wir sind wieder rein, um ihn zu suchen. Und dann ist ja Ira übernommen worden. Und auf einmal waren alle weg. Damit ging's ja los. So. Du sagst also, ich soll... I know Ira would never hurt you, but please, be careful. Hm. Wo muss man lang? Hier? Das ist unheimlich. Ich komme wieder. Ich habe Angst. Kommt ihr mit? Oh Gott. Wollte ich nicht eine Aufnahmepause machen? Na gut, dieses Encounter hier, das machen wir jetzt noch schnell. Das machen wir noch schnell. Die rennt weg. Naja. Ihr wird schon nichts passieren. Okay, also sie ist weggerannt. Miss... wie auch immer. Wie heißt sie? Ich bin ganz ehrlich, ich traue ihr nicht so ganz. Das ist doch alles so ein bisschen... Ich meine, ganz ehrlich... Warum sollen wir die Gruppe aufteilen? Wenn sie sagt, das ist keine tiefe Wunde... Warum schickt sie jetzt ein Mädchen alleine los, um in dieser Situation hier, um die andere zu holen da, statt dass sie alle zusammengehen? Ich traue der nicht. Die hat definitiv Dreck am Stecken und ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen um Shelly oder Sally, wie sie ausgesprochen wird. Ist irgendwas drin? Nein. Na gut. Hier sind schon wieder böse Geister. Mal vorsichtig sein. Und beim nächsten Checkpoint mache ich eine Aufnahmepause.
So, da hinten ist Dingenskirchen. So, dann gucken wir mal, was hier bei den Häusern noch... Du schon wieder? Alter, was bist du denn für ein Ding? Verzieh dich! Verzieh dich! Geh weg! Ich habe Angst! Ist das überhaupt was, was wir hier gerade machen? Das hat uns auf jeden Fall noch nicht bemerkt. Wir scheinen auf jeden Fall Schaden zu machen, ne? Also. Wir kriegen ja zumindest diese Blitze, dass wir irgendwie Schaden machen hier. Aber wahrscheinlich nicht besonders viel, weil wir so weit weg sind. Ist das die aus der Schule? Soll ich mal näher ran? Soll ich mal einen Kampf provozieren? Macht irgendwie gar nichts, ne? Ich trau dem Frieden nicht. Die macht wirklich nichts. Huch. Was war das denn jetzt? Okay, aber sie ist weg. Hier mal wieder eine Nachricht. Ein betroffenes Elternpaar wandte sich jetzt selbst an die Öffentlichkeit. Ein ganzer Monat ist ins Land gegangen und die Polizei hat immer noch nichts vorzuweisen. Fühlt sich niemand für unser Leid zuständig? Haben die Beamten geschlafen? Während dieser Zeit wurden weitere Fälle vermisster Kinder bekannt. Da liegt der Schluss nahe, dass das alles irgendwie zusammenhängt. So einer der Dorfvorsteher. Ja, ich schieb's auf die Hexe. Oder was auch immer das eben war. Wir wollten hier noch das andere Haus angucken. Aber ich muss sagen, ich finde, dieses Spiel ist insgesamt wesentlich stimmungsvoller geworden, seit wir aus der Highschool raus sind. Die Highschool war so ein bisschen... Och, naja, ist ja ganz nett. Aber jetzt hier mit dem Wald und dem Dorf und diesen ganzen Settings, das ist alles wesentlich interessanter und stimmungsvoller geworden. So, hier nochmal. Hier ist auch nichts weiter. Ira. Bei Fuß. Sitz. Platz. Bleib da. Lauf weg. Feines Mädchen, hört aufs Wort. So, hier haben wir noch ein Haus. Checkpoint, Fragezeichen. Hallo. Boah, es erinnert mehr und mehr an Fatal Frame hier. Das müssen wir unbedingt, Fatal Frame spielen. Schon wieder ein böser Geist. Ist das wieder unsere Hexe? Hockt sie hier irgendwo? Ein Wäldchen oder so? Wieder die gleiche. Nein. Ist eine andere, aber wir haben immer noch eine Geisterpräsenz.
Seit dieser Grabräubergeschichte drehen hier alle am Rad. Einige meiner Nachbarn sagen, dass diese Fälle sie an ein schwarzmagisches Ritual erinnern, das früher praktiziert wurde, sagte uns Susie, 26 Jahre. Im Moment verlassen wir nur für die notwendigsten Besorgungen das Haus. Da draußen ist irgendwo ein Spinner, der Kinder entführt und sonst was mit ihnen anstellt. Das alles macht mir wirklich, wirklich Angst. Nee, wirklich, wirklich Angst macht ihm das. Ich will einen Checkpoint. Ich will einen Checkpoint ab. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich hab einen Checkpoint. Ich will hier weg. Ich mache jetzt Schluss. Wir gucken uns noch das Dings an hier und dann ist Schluss. Martianak. Eine ehemals bezaubernde Frau, die während der Geburt verstarb. Das Kind überlebte zunächst, wurde aber von der Stiefmutter vernachlässigt und verstarb ungeliebt. Die Martianak entführt die Kinder der Lebenden ewig auf der Suche nach Ersatz für ihren Verlust. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt an der Stelle eine Aufnahmepause. Er hat eben gespeichert, das heißt, wir haben hier einen Checkpoint gehabt. Und ansonsten spiele ich halt die, was weiß ich, 2-3 Minuten, wenn man weiß, was man zu tun hat, bis hierher wieder durch. Das war Dread Out für heute. Ich bin der Rio, ich klinge mich aus. Ich brauche eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.